Wir gelangen nun zu den Punkten 8 bis 11 der Tagesordnung. Über welche und bei den Punkten 8 bis 11 der Tagesordnung geht es um ein Lohn- und Sozialdumpinggesetz für die Transportbranche. Um Lohn- und Sozialdumping durch ausländische Unternehmen in Österreich zu verhindern, hat die Politik in den vergangenen Jahren strenge gesetzliche Regelungen beschlossen. Nun werden die Schrauben für die Transportbranche allerdings wieder etwas gelockert in Form von bürokratischen Erleichterungen bei grenzüberschreitenden Entsendungen, und zwar sowohl für den Bereich der Personenbeförderung als auch für jenen der Güterbeförderung. Weiters behandelt werden Anträge der Opposition. Die Neos pochen in einer Entschließung darauf, die Zwangsmitgliedschaft bei der Arbeiterkammer zu beenden. Das Team Stronach fordert in einem Antrag, in Österreich lebenden ausländischen Pensionisten die Ausgleichszulage zu streichen. 16.06 der Beilagen und 1997 AE der Abgeordneten Waltraud Dietrich, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Abschaffung der Ausgleichszulage für ausländische Pensionisten, 16.07 der Beilagen. Auf die Berichterstattung wurde verzichtet.